Ihr Traumberuf als Kind oder Jugendlicher war? Schriftsteller, aber das hat nicht geklappt, dann bin ich als Journalist geworden. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Die Biografie vom Serienmörder Charles Manson, aber auch ein Reisetagebuch von Peter Schollatour. Welches Buch außer der Bibel hat Sie geprägt? Das war Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis und auch ziemlich viele Bücher von Hans-Conrad Sand, weil ich einfach diese freche Art und doch versteckte Frömmigkeit sehr beeindruckt hat. Welche Persönlichkeit der Geschichte oder Zeitgeschichte bewundern Sie? Jesus Christus. Ihr Lieblingsessen ist? Eigentlich alles, was irgendwie mit Pasta zu tun hat. Am besten ohne Meeresfrüchte. Was ist Ihr Traumziel oder ein Ort, an dem Sie noch nie waren? Ich will tatsächlich noch mal zurück nach Irland, auch wenn ich dort schon mal gewesen bin, aber das ist irgendwie so ein Herzensort von mir. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Samstagnachmittag, was Leckeres gegessen, kühles Bier und dann irgendwie im Fernsehen kann ich zuschauen, wie Werder Bremen einen knappen, unverdienten 2:1 Auswärtssieg einfährt durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit. Worüber können Sie sich so richtig ärgern? Warmes Bier und Heuchelei. Mit wem würden Sie gerne mal essen gehen und über Gott und die Welt reden? Tobias Lehner, aber auch, wenn es geht, mit dem heiligen Thomas Morus. Haben Sie einen unerfüllten Lebenstraum? Ich würde gerne in den Himmel kommen, wenn es geht, ohne über den Umweg durchs Fegefeuer. Bitte ergänzen Sie. Als Papst würde ich versagen. Kirche in Not, schätze ich, weil Sie immer den Finger in die Wunde legen, gerade bei dem Thema Religionsfreiheit oder Verfolgung und da eine enorm wichtige Arbeit leisten, die wir vielleicht gar nicht immer so mitbekommen. Aber was man so hört, vor allem im Ausland, das ganz unschätzbare Arbeit.